So, meine lieben Damen und Herren, weiter geht's. Da bin ich wieder und es geht heute weiter mit dem 16. Übungszettel der Physik B2. So, dazu teile ich wieder mal meinen Bildschirm mit Ihnen. Wir haben auf diesem Übungszettel insgesamt drei Aufgaben für Sie. Es geht im Wesentlichen um Magnetfelder und in der letzten Aufgabe geht es nochmal ganz, ganz grob darum, die gesamten Maxwell-Gleichungen der Elektrostatik nochmal gesammelt zu verstehen und nochmal zu rekapitulieren. Ja, wir fangen erstmal an mit Aufgabe 55. Da ging es tatsächlich einfach nur um ein Magnetfeld in einer, ja, ganz besonderen Geometrie. Und zwar die Aufgabe war: Es soll das magnetische Feld einer stromdurchflossenen, torusförmigen Spule mit dem Ampereschen Gesetz berechnet werden. Man sollte noch so ein paar Sachen wiederholen. Okay, ich gehe davon aus, das haben Sie gemacht. Aufgabenteil A war dann noch relativ simpel. Machen Sie sich nochmals das Ampereschen Gesetz in der integralen Form klar. Ja gut, das wissen Sie mittlerweile hoffentlich auswendig, aber ich schreibe es Ihnen nochmal hin. Ja, Sie nehmen ein Integral über eine geschlossene Kurve. Schauen sich das B-Feld entlang dieser Kurve an. Ja, B ist ihr B-Feld, dr ist ihr kleines Element oder ihr Ortselement entlang dieser Kurve, dass man mit der Kurve mitwandert. Ja, und dieses Integral ist genau das gleiche wie μ0, eine Naturkonstante, mal I, dem Strom, der durch diese geschlossene Kurve fließt. Ja, das ist wichtig. Diese Kurve muss geschlossen sein und der Strom, den Sie sich hier angucken, ist derjenige, der auch tatsächlich durch diese Kurve fließt. Damit sind wir auch schon mit Aufgabenteil A fertig und können mit dem ernsthaften Teil B weitermachen. Wir betrachten jetzt also eine dünne Spule der Länge L, die n Windungen aufweist. Und durch die ein Strom der Stärke I fließt. Na gut, das ist auch nicht so schwierig. Die Spule sei ferner zu einem Torus zusammengebogen. Also wir nehmen einfach eine ganz normale Spule und biegen sie zu einem Ring zusammen. Das ist alles. Das ist eine Torusspule. Nehmen Sie vereinfacht an, dass das Feld im Außenraum der Spule nahezu verschwindet. Okay, kein Problem. Und berechnen Sie mit Hilfe des Ampereschen Gesetzes das Magnetfeld im Innenraum. Hinweis: Fertigen Sie eine Skizze an, nutzen Sie Symmetrieüberlegung. Na gut, machen wir das. Fangen wir mit dem simplen Teil an, die Skizze. Ja, wir sagen, wir haben so eine Art Ringspule. So. Machen wir mal einen großen Ring. Wir sollen zwar eine dünne Spule betrachten, aber ich zeichne sie erstmal dick. Und nachher kann man immer noch auf eine dünne Spule übergehen, indem man sagt, naja gut, diese beiden Linien, die sie haben, das Innere und das Äußere der Spule. Ich nenne es mal hier vom Mittelpunkt aus diesen Abstand R1, diesen Abstand nach außen R2. Ja, kann ich jetzt einfach nachher sagen, na gut, dann lasse ich die einfach zusammenlaufen, lege R1 auf R2 und dann bekomme ich schon eine dünne Spule. Ja, aber wir können uns erstmal den allgemeinen Teil angucken. Gut, jetzt muss ich noch diese ganzen Windungen mit da reinzeichnen. Normalerweise könnte ich jetzt hier so ganz, ganz viele Windungen so darum zeichnen. Ja, ich vereinfache das mal so ein bisschen, denn ich sage einfach nur, ja, okay, ich habe hier ganz, ganz viele Punkte, wo der Strom in eine Richtung fließt, also quasi auf sie zu, aus der Tafelebene hinaus, ja. Und ich habe hier ganz, ganz viele Punkte, wo der Strom in die Gegenrichtung fließt. Das würde dann so aussehen. Das Ganze ist so regelmäßig um die Spule herum verteilt. Ja, und pro Windung haben Sie also quasi so ein paar Auspunkten, wo der Strom einmal in beide Richtungen fließt. Ja, das geht jetzt hier ganz symmetrisch immer drumherum. Und so weiter. Wie gesagt, einmal pro Windung. So. Jetzt wurde erstmal gesagt, wir sollen mal annehmen, dass im Außenraum darum das Magnetfeld de facto null ist. Na gut, das können wir auch einmal mit Daumen überprüfen. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir nehmen eine geschlossene Kurve, die hier außenrum ginge, und gucken einfach mal, ja, ganz einfach anhand von der Gleichung, die wir hatten, im Ampereschen Gesetz, wie der Gesamtstrom durch diese Kurve ist, dann werden Sie feststellen, na gut, es fließt de facto genauso viel in die eine Richtung, und zwar hier, in diesen Punkten, da, durch diese Kurve durch, wie auf der anderen Seite, hier wieder zurückkommt. Deswegen ist es relativ sinnvoll, dass im Außenbereich
das Magnetfeld verschwindet. Ja, hier in der Mitte der Spule wäre das übrigens genauso. Der interessante Punkt ist daher, naja gut, wenn ich mir jetzt aber hier diese Kurve in der Mitte angucke, ja, einmal hier entlang, das zieht es auch einmal durch. Was habe ich da? Diese Einströme hier in der Mitte fließen also durch diese Kurve durch, die außen hingegen nicht. Ja, das bedeutet, hier kann ich auch ein Magnetfeld erwarten, weil ich habe einen effektiven Strom, der durch diese Fläche fließt. Ja, das ist relativ wichtig. Was kann ich jetzt noch erwarten? Na gut, wenn Sie sich noch ein bisschen an den letzten Übungszettel erinnern, dann wissen Sie, in welche Richtung das Magnetfeld zeigen muss. Ja, Sie wissen, rechte Handregel. Ich habe die Ströme, die hier immer, ne, aus der Tafelebene oder aus der Zeichenebene aus mich zukommen. Das heißt, das Magnetfeld muss immer radial quasi hier im Kreis zeigen. Ja, das haben wir auch schon mal. Es kann natürlich auch genau andersrum zeigen, je nachdem, wie rum der Strom fließt. Ja, aber die Richtung ist auf jeden Fall in der Ebene der Spule. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Damit wissen wir schon mal relativ viel mehr. Ich gucke mir jetzt einfach nochmal das Ampere'sche Gesetz hier oben an. Das erste, was ich mir also angucken muss, ist das Integral über meine Kurve B-Vektor dr-Vektor. Ja gut, jetzt haben Sie ja schon gesagt, mein B-Feld zeigt also immer radial in die Richtung dieser Kurve. Das bedeutet, diese beiden Vektoren, mein B-Feld und mein dr-Vektor, sind immer gleichgerichtet. Das bedeutet, das macht das Integral viel einfacher. Ja, das heißt, das ist sowas wie B-Betrag. Der Betrag muss also konstant sein. Und ich muss quasi einfach nur über diese Kurve integrieren, mein dr. Über diese Kurve integrieren, was bekomme ich dann? Naja, ich bekomme den Umfang meiner Kurve raus. Ja, was nichts anderes ist als 2Pi mal R. Das ist mein Kreisumfang. Soweit haben wir es. Dann brauchen wir noch die andere Seite der Gleichung, also diesen Teil hier. Das ist also gleich mu 0 mal dem Strom. Na gut, wie groß ist mein Strom gesamt durch diese Fläche? Das ist einmal der Strom, den ich halt quasi durch meinen Draht jage, mal die Anzahl der Windungen. Denn ne, der Strom, wie Sie hier sehen, geht, also wir haben ganz, ganz viele Windungen und jedes Mal geht der Strom so da durch. Das heißt, der Gesamtstrom durch diese Fläche ist die Anzahl der Windungen mal den Strom, den ich habe. Gut. Dann kann ich das Ganze so ein bisschen umstellen nach B. Dann bekomme ich also raus, B ist gleich mu 0 mal n mal i geteilt durch 2πr. Na gut, für jedes r nicht, sondern natürlich nur für r1 kleiner r kleiner r2. Ja, das heißt, wenn Sie sich natürlich außerhalb der Spule befinden, haben Sie kein Magnetfeld, im Inneren hingegen schon. Das ist ein relativ bemerkenswertes Ergebnis. Falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist, ja, das ist, Ergebnis, was Ihnen sagt, dass Sie nur innerhalb von dieser Spule ein Magnetfeld bekommen. Ja, das ist schon mal ganz gut. Und jetzt können wir nochmal sagen, okay, wir sollten ja noch die Länge angeben. Ja, jetzt hatten wir gesagt, das soll eine sehr dünne Spule sein. Das heißt, R1 können wir gegen R2 gehen lassen. Und wenn wir dann überlegen, naja gut, dann ist quasi der Umfang dieses Kreises, den wir hier berechnet hatten, nichts anderes als die Länge meiner Spule. Ja, das heißt, ich bekomme also nichts anderes raus als mu 0 mal n mal i geteilt durch n. Das ist auch schon alles. Das ist Ihr Magnetfeld im Innenbereich. Das ist konstant, wie Sie hier sehen. Das ist ganz nett. Falls Sie noch einen Vektor dazu haben wollen, naja, das hatten wir vorhin schon gesagt, ja, die Richtung des Magnetfelds ist immer radial gerichtet. Das hatte ich Ihnen hier schon gezeigt. Und das ist auch schon Ihr ganzes Magnetfeld von so einer Ringspule. Ja, wie Sie sehen, im Innern hängt es ja nicht mehr von irgendwas anderem ab, sondern Sie haben nur die Anzahl der Windungen, nur den Strom und die Länge Ihrer Spule. Und das ist alles. Damit Sie mal ein Gefühl für die Größenordnung bekommen, sollten jetzt in Aufgabenteil C nochmal ein paar Werte einsetzen, mal gucken, was passiert. Ja, Sie sollten auch mal gucken für Länge von einem Meter, 10.000 Windungen und was hatten wir noch, einen Strom von 1 Ampere. Jetzt ist die Frage, wie groß ist das Magnetfeld? Der Betrag reicht dabei und man sollte noch annehmen, damit man es mit dem Taschenrechner rechnen kann, 4 Pi sei 12.
Wofür brauchen wir das? 4π steht doch hier gar nicht drin. Naja gut, μ0, was Sie hier sehen, ja, lässt sich relativ gut nähern als 4π mal 10 hoch 7 vom Betrag. Einheiten, in SI-Einheiten packt man natürlich noch dran. Ja, das machen wir gleich. Aber das ist so in etwa das, was man rauskriegt. Gut. Wenn man das macht, kann ich mal alle Werte einsetzen. Das zeige ich jetzt nicht mehr explizit, aber ich bekomme dann raus, dass der Betrag Ihres B-Felds sowas ist wie 1,2 mal 10 hoch minus 2 Tesla oder 0,012, also 12 Millitesla. Was sagt uns das? Naja, das ist schon relativ viel Spule. Ein Meter ist schon gar nicht so wenig. Ein Ampere ist auch schon eine sehr, sehr ordentliche Stromstärke. Und 10.000 Windungen sind jetzt auch nicht ganz so wenig. Und trotzdem kommen wir nur auf 12 Millitesla, was gar nicht mal so ein großes Magnetfeld ist. Ja, das bedeutet, wenn man zum Beispiel für Labore oder für Experimente oder für zum Beispiel im Krankenhaus für irgendwelche Tomographen Felder von mehreren Tesla braucht, muss man schon relativ große Anstrengungen unternehmen, um solche Felder zu erzeugen. Ja, 5 Tesla sind zum Beispiel im Magnettomographen kein Problem. Ja, das kriegen Sie da routinemäßig. Das heißt, da muss man noch einiges mehr machen, als einfach nur eine einfache Spule dahin zu setzen. Ja, gut. Damit wäre ich mit dem Aufgabenteil auch schon durch. Mache jetzt wieder eine kurze Pause, gebe Ihnen damit Gelegenheit, Fragen zu stellen und bin dann auch gleich wieder für Sie da. Also, bis gleich. So, meine lieben Damen und Herren, der war ich wieder. Und weiter geht es mit Aufgabe Nummer 56. Das, nur als Vorwarnung, ist als schwere Aufgabe gekennzeichnet. Aber worum ging es eigentlich? In Aufgabe 54, das war auf dem letzten Übungszettel, gucken Sie gerne nochmal nach. Und in der Vorlesung war das Magnetfeld eines geraden, unendlich langen, von Strom durchflossenen Leiters berechnet zu. Naja, wie sah das aus? Das wissen Sie mittlerweile. Im Ort R war das Magnetfeld B wie folgt gegeben, μi durch 2π mal R mal dem Einheitsvektor in radialer Richtung. Ja, also immer im Kreis. Ja, da erinnern sich, falls sie nicht mehr ganz präsent ist, gucken Sie nochmal bei Aufgabe 54 nach. Nun ging es darum, sich dieses Ergebnis einmal tatsächlich mikroskopisch aus dem Gesetz von Biot-Savart herzuleiten. Ja, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Aufgabe 1 war dann auch erstmal als erster Punkt, sollte man sich überhaupt mal eine Skizze davon erstellen und einfach mal einen Überblick über das Problem kriegen. Ja? Deswegen hieß die Aufgabe, fertigen Sie eine Skizze an und zeichnen Sie alle Größen ein, wie sie für die Anwendung des Biot-Savart-Gesetzes notwendig sind. Legen Sie die Z-Achse in Richtung des Leiters und setzen Sie R-Vektor gleich 0. Der Ursprung befindet sich ferner im Abstand R0 vom Leiter. Ach du liebe Güte. Na gut, fangen wir mit dem Leiter an. So. Der Strom fließt in diese Richtung und da haben wir einen Leiter. Das soll gleichzeitig auch die Z-Richtung sein. Soweit, so gut. Jetzt interessieren wir uns für das Feld am Punkt R. Also, ne? Was nachher dieser Abstand wird. Das heißt, dieser Punkt R, was haben wir gesagt, das soll gleichzeitig der Ursprung unseres Koordinatensystems, also der R0-Vektor sein. So, jetzt ist die Frage, jetzt brauche ich so ein klitzekleines Drahtstück DL, hier zum Beispiel. Ja, und dann brauche ich noch, wie nennen wir es? Nennen wir es R'. Ja, das ist der Vektor vom Ort R. R ist der Ort, wo ich mich für mein Magnetfeld interessiere. Ja, ich möchte wissen, wie groß ist mein Magnetfeld an diesem Ort R. Und das ist der Vektor zu meinem kleinen, ich sag mal, Leiterstück DL. Ja, das heißt, ich möchte wissen, dieses kleine Leiterstück hier, das da, wie oder welches Magnetfeld verursacht dieses kleine Leiterstück an diesem Ort, an einem anderen Ort und zum Ort R. Ja, und der Ortsvektor zwischen diesen beiden Punkten ist mein R'. Gut. Ja, das heißt, damit haben wir die Skizze schon mal
aufgestellt mit allem, was relativ wichtig ist. Was noch gewünscht war, war der Abstand von meinem Punkt, der mich interessiert, zum Leiter soll er 0 sein. Und das ist natürlich immer die gerade Linie. Ja, der kürzestmögliche Abstand hier ist der Abstand. Das war auch schon Aufgabenteil A. Aufgabenteil B, etwas komplexer. Sie erhalten nun einen Ausdruck für den Feldanteil dB, ein infinitesimaler Feldanteil, am Ort R gleich 0, also genau an diesem Punkt, der uns hier interessiert, der von einem kleinen Leiterstück der Länge dL, das hatten wir hier eingezeichnet, welches sich im Ort dr' befindet, ja, auch diesen Vektor hatten wir hier eingezeichnet, verursacht wird. Schreiben Sie diesen Ausdruck explizit hin. Ja gut, dazu müssen Sie nur einmal kurz in die Vorlesung schauen. Ja, ich gebe Ihnen den nur noch einmal wieder. Das letzte ist das Biot-Savart'sche Gesetz. Also, dieser kleine Teil meines Magnetfelds ist wodurch gegeben? Naja, durch eine konstante mu 0 mal den Strom durch meinen Leiter, geteilt durch 4 Pi. Und dann wird es etwas komplexer. Ja, ich brauche hier mein mikroskopisches kleines Stück Leiter, dl. Und dann brauche ich das Kreuzprodukt mit meinem Vektor zum Punkt r, also der Punkt, an dem ich mein Magnetfeld wissen will, gekreuzt mit r-Vektor, also dem Verbindungsvektor zwischen diesem Punkt und meinem Leiterelement. Oh Gott, das ist schon etwas komplizierter. Und dann brauche ich hier noch den Betrag r-Vektor minus r-Vektor zur dritten Potenz. Das ist einfach nur der gleiche, ja, das gleiche Produkt oder der gleiche Abstand, den wir hier im Kreuzprodukt haben. Und natürlich habe ich mich hier verschrieben. Das tut mir leid, das ist natürlich kein Kreuzprodukt, sondern ich habe hier genau das gleiche Minus stehen wie unten natürlich. Ja, das ist also nur der Abstandsvektor zwischen meinem Leiterpunkt, der mich interessiert, und meinem Magnetfeldpunkt. Ja, genau dieser Vektor ist es, der hier drin steht. Ja, einmal hier linear drin und unten zur dritten Potenz. Ja, das ist explizit dieses infinitesimale kleine Magnetfeld, das durch dieses bisschen Leiter, ja, wie soll ich sagen, hervorgebracht wird. Ja. Gut, das ist jetzt hier bei uns natürlich noch ein bisschen einfacher. Warum? Ja, μI, da kann ich wenig gegen machen. Das bleibt so. Dieses Kreuzpunkt habe ich auch. Aber ich habe gesagt, mein Ortsvektor soll der Nullvektor sein. Ja, das heißt, das macht hier relativ vieles einfacher. Dann habe ich hier nur noch minus r-Vektor stehen im Kreuzprodukt. Und hier im Betrag habe ich auch nur noch r-Vektor hoch 3. So, und weil das so unschön ist, ziehe ich das Minus einfach vor, mache hier ein Plus draus und ziehe das Minus einfach hier komplett vor. Dann habe ich da ein schöneres Kreuzprodukt stehen, das einfacher ist. Ja, gut, das macht schon mal einfacher. Und die nächsten beiden Teilaufgaben gehen jetzt im Prinzip nur noch darum, wie ich diesen Term und wie ich diesen Term effizient berechne. Das ist Teilaufgabe C, das ist Teilaufgabe D. Und deswegen machen wir damit jetzt auch direkt mal weiter. Teilaufgabe C hieß das resultierende Vektorprodukt dl Kreuz r-Vektor, also genau dieser Term im Zähler hier, zeigt in Richtung e, ja, sagen wir mal Radial, Einheitsvektor Radial, klar. Ne, das kann ich hier auch noch einzeichnen, wenn Sie möchten. Also bisher hatte ich, ja, das gleich. Also, ne, das zeigt senkrecht aus der Zeichenebene raus, das wissen Sie noch. Ja, das heißt, ne, Sie wissen immer, in welche Richtung das zeigen muss. Und das muss an diesem Punkt, rechte Handregel, können Sie überlegen, aus der Zeichenebene hinaus zeigen. Ja, das bedeutet hier, die Richtung wäre also quasi sowas auf Sie zu. Ja, das würde Ihnen die Richtung E4 ergeben. Drücken Sie dieses Vektorprodukt, was Sie hier haben, durch den Winkel Alpha zwischen Ihrem kleinen Leiterelement dl und r-Vektor sowie die Beträge der beiden Vektoren aus und setzen Sie hierbei E4-Betrag, also den Einheitsvektorbetrag gleich 1. Na gut, sonst ist ja auch kein Einheitsvektor. Sowie zeichnen Sie den Winkel Alpha in Ihre Skizze ein. Okay, machen wir auch. Na gut, nochmal ganz langsam. Was wollen wir wissen? Wir wollen also quasi wissen, wie wir dieses Kreuzprodukt jetzt hier behandeln können. Ja, gut. Die Richtung, wie gesagt, die wir nachher rauskriegen werden, ist schon bekannt. Ja, die Richtung, das hatten wir gesagt, ist E4. Ja, also hier aus der Tafelebene raus. Dann ist die Frage, okay, jetzt wird gesagt, das soll man quasi über den Winkel dazwischen ausdrücken. Der Winkel, den finden Sie genau hier. Ja, das ist der Winkel zwischen Ihrem Leiterelement, das in Richtung Ihres Leiters zeigt,
und diesem Richtungsvektor dazwischen. Gut, wenn wir das haben, ist der Rest relativ simpel. Warum? Kann ich mir einen kleinen Trick leisten? Ich brauche jetzt nur noch den Betrag, die Richtung hatte ich schon. Na gut, was kommt da wohl rein? Jetzt können Sie überlegen, dieses DL zeigt nur noch in eine gewisse Richtung. Ja, der Leiterelement zeigt in Z-Richtung. Also kann ich stattdessen natürlich auch sagen, dz, und zwar ohne Vektor. Ja, das heißt, der Betrag davon ist sowas wie dz, weil es zeigt ja nur in Z-Richtung. So, jetzt kann ich nochmal überlegen, ja, was ist dieser Sinus dieses Winkels? Jetzt können Sie überlegen, Sinus Alpha. Ja gut, was habe ich da? Das ist Gegenkathete durch Hypotenuse. Die Gegenkathete ist hier eher 0. Und die Hypotenuse, ja, da haben Sie hier R'. So, damit haben wir das auch schon. Das kommt gleich nochmal als extra Punkt in der nächsten Teilaufgabe, aber ich habe es hier schon mal angeführt. Ja. Das bedeutet, das macht es relativ einfach. Ja, das bedeutet, naja gut, was brauche ich jetzt noch? Ich habe hier mein DL, der Betrag davon ist dz und dann habe ich mein R' und das Sinus Alpha oder, das hatten wir hier schon gesagt, das ist R0 durch R'. Das kann ich auch direkt einführen. Ja, dann bleibt noch über dz, R' mal R0 durch R', bleibt also nur noch R0 übrig. Ja, das ist schon mal relativ simpel. So, jetzt brauche ich nur noch den Vektor. Dann kann ich sagen, minus dl kreuz R' soll sein, naja, den Betrag hatten wir hier schon, dz R0 mal E-Phi-Vektor. Ich nehme das Minus hier einfach mit rein, weil mir das die Rechnung gleich ein bisschen leichter macht. Ja, das ist im Prinzip ja nur eine Frage, das Minus, was ich mitnehme, in welche Richtung ich nachher meinen Einheitsvektor zeigen lasse. Ja, ob der quasi im Uhrzeigersinn oder im Gegenzeigersinn zeigt. Und das Ganze schreibt sich einfach besser, wenn ich das Minus jetzt mal aus dieser Gleichung einfach wieder rausklaue. So, in Aufgabenteil D ging es jetzt um dieses R-Betrag hoch 3. Man sollte jetzt einfach R-Betrag und Alpha durch die Koordinate Z des Drahtes im Abstand R0 des Ursprungs im Draht ausdrücken. Naja gut, das ist relativ simpel. Ja, Sie überlegen, Z ist einfach dieses Stück Draht. R' haben wir hier, R0 haben wir hier unten. Das ist einfach Pythagoras. Ja, da kann ich einfach sagen, na gut, Sie wissen, R' Quadrat ist gleich R0 Quadrat plus Z Quadrat, ja, beziehungsweise R' ist gleich die Wurzel aus diesen beiden Quadraten. Gut. Oder machen wir hier explizit nochmal einen Betrag drumherum, damit es eindeutiger wird. Ja, das kann ich jetzt alles einfach in mein infinitesimales Feld hier einsetzen. Ja, und dann kann ich mal gucken, was ich rausbekomme. Na gut, die ersten Faktoren waren μ0 i durch 4pi. Sie erinnern sich dran, das Minuszeichen, was hier noch steht, ja, das hatte ich hier mit reingepackt. Ja, das heißt, das ist schon mal abgefrühstückt sozusagen. So, dann habe ich hier mein Kreuzprodukt stehen. Ja, da hat man gesehen, das ist ja gar nicht mehr so viel. Das ist hier einfach R0 und ein dz bleibt dann nachher noch über. Und dann habe ich hier meinen R-Betrag hoch 3. Na ja, gut. Das habe ich Ihnen auch gesagt, wie das aussieht. Das hatte ich Ihnen nämlich hier hingepackt. Ja, das ist also R0 Quadrat plus z Quadrat hoch 3. Aber wir wollten ja die Wurzel haben. Wurzel kann ich als hoch 1 halb schreiben, also hoch 3 halbe. Gut, jetzt ist auf der linken Seite ein Vektor, also brauche ich den auf der anderen Seite auch, auf der rechten. Da hat man schon gesagt, das ist der Einheitsvektor in 4 Richtungen. Gut, jetzt haben wir das infinitesimale Magnetfeldelement. Ja. Aufgabenteil E brachte dann die Aufgabe, integrieren Sie dann über den Leiter von z gleich minus unendlich bis plus unendlich und rechnen sich das, damit das resultierende Feld B-Vektor im Abstand R0 vom Leiter aus. Warum machen wir das? Naja, wir haben jetzt im Prinzip bisher ausgerechnet das Ort, das Magnetfeld an diesem Ort hier, noch eine andere Farbe, ja, an diesem Ort, wie gesagt, was durch dieses minimale Leiterstückchen verursacht wird. Was ich jetzt machen will oder machen muss, um das gesamte Magnetfeld zu kriegen, ist, dass ich natürlich das über alle Leiterteile, die ich haben kann, integrieren muss.
Und dann bekomme ich das richtige Ergebnis raus. Ja, das ist relativ simpel. Da brauchen wir nachher ein relativ fieses Integral, aber das war im Wesentlichen vorgegeben. Das heißt, was brauchen wir jetzt? Wir wollen statt db, b von r, ich schreibe Ihnen das mal genau darunter, damit Sie sofort sehen, wo der Übergang zum Integral ist. Sie haben ganz viele Vorfaktoren, die hängen alle nicht von z ab. Ja, das ist relativ nett. Dann habe ich dieses r0, das hängt auch nicht von z ab, weil der Abstand von meinem Punkt zum Leiter ist halt gegeben, das ist eine Konstante. Dann habe ich ein Integral von minus unendlich bis unendlich über 1 durch r0 Quadrat plus z Quadrat hoch 3 halbe mal dz und das Ganze in vier Richtungen. So. Das ist gar kein so nettes Integral. Das zu lösen ist ein bisschen schwieriger, ist mit der höheren Mathematik aber machbar. Dürften Sie in der höheren Mathematik kriegen. Dennoch war hier in der Aufgabe schon die Lösung für dieses Integral angegeben. Ja, Sie brauchen dieses Integral und da kommt einfach nur raus, dass das 2 durch r0 Quadrat ist. Gut, dann muss ich das einfach nur noch einsetzen. B-Vektor, Ihr Magnetfeld am Ort R ist also μ0i durch 4pi mal r0 mal 2 geteilt durch r0 Quadrat. Also mal 2 durch r0 oder einfach μ0i durch 2pi r0. So, wenn Sie jetzt nochmal anschauen, was die Aufgabenstellung war, wenn ich jetzt sage, mein R ist R0, ist das genau das Ergebnis, was ich haben wollte. Wenn ich jetzt noch meinen Einheitsvektor in radialer Richtung, den ich immer mit durchgezogen habe, hier nochmal dran schreibe. Damit haben Sie jetzt ganz einfach das Aufgabe 54 nochmal in richtig mikroskopisch hergeleitet und das Magnetfeld eines geraden, unendlich langen Leiters tatsächlich einmal ganz im Detail hergeleitet. Ja, damit wissen Sie quasi alles, was es über dieses Magnetfeld zu wissen gibt und haben damit schon sehr, sehr viel geschafft. Das war mathematisch nicht ganz so einfach, daher mache ich nochmal eine ganz kurze Pause und gebe Ihnen damit auch nochmal Gelegenheit, ein paar Fragen zu stellen. Und dann gleich wieder für Sie da. Bis gleich. So, meine lieben Damen und Herren, da wäre ich dann auch schon wieder. Und weiter geht's mit der letzten Aufgabe des Übungszettels, Aufgabe 57. Hier ging es jetzt wirklich einfach nur mal um, ich sag mal, eine Generalwiederholung von allem, was mit den Maxwell-Gleichungen der Elektrostatik zu tun hat. Letzte Woche während der Übung wurde ich auch noch mal ein bisschen nach dem Satz von Stokes und so weiter gefragt, mit der Bitte, da ein bisschen ins Detail zu gehen. Das wird in der Aufgabe hier mit abgefrühstückt. Ich gehe auch noch mal ein bisschen detaillierter darauf ein. Falls das zu lange dauern sollte, nachher wechseln wir einfach schon mal in die eine mathematische Ergänzung und gucken sich das einfach später noch mal an. Ich hoffe, es wird nicht zu lang, aber falls doch, ja, wechseln Sie nachher einfach schon mal zur anderen Premiere rüber. Ja, es ging, wie gesagt, um die Maxwell-Gleichung der Elektrostatik. Und zum Anfang, zum Warmwerden, ging es einfach nur darum, wie lautet die Definition des elektrischen magnetischen Flusses in der allgemeinsten Form? Verwenden Sie Oberflächenintegrale bei der Formulierung der Antwort. Na gut, das hatten wir ja schon mehrfach. Für das E-Feld ist das relativ simpel. Ja? Nennen wir den Fluss mal Phi. Was ist das? Das Integral über eine Oberfläche. Ja, was ist das? Das E-Feld an diesen Orten mal den Vektor, der die Oberfläche kennzeichnet. Ja, zur Erinnerung, wenn das meine Fläche wäre, ist das durch den normalen Vektor gekennzeichnet, ja? Also ein Vektor, der senkrecht auf dieser Oberfläche steht. Ja? Und was ich jetzt brauche, ist quasi mein Fluss durch diese Oberfläche. Davon brauche ich das Vektorprodukt. Das heißt, falls der Winkel
nicht so ist, dass ich genau senkrecht durch die Oberfläche trete. Ja, muss ich überlegen, dann ist das der Kosinus des eingeschlossenen Winkels mal der Betrag meiner Fläche mal den Betrag meines Feldes. Ja, aber ansonsten ist das einfach nur so der Fluss dadurch. Dann sollten wir das Ganze fürs B-Feld machen. Und da kann ich sagen, ja, das ist komplett analog. Jetzt mal Fluss magnetisch und elektrisch. Und der einzige Unterschied ist, ich brauche die gleiche Oberfläche, da ändert sich überhaupt nichts, dass ich hier das B-Feld einsetze. Ja, sonst ändert sich überhaupt nichts. Deswegen mache ich da jetzt auch keine separate Zeichnung dazu. Ja, dann ersetzen Sie einfach hier oben das E-Feld durch das B-Feld. Fertig. Das ist alles. Gut. Ja, also das ist einfach nur der Fluss Ihrer Feldlinien durch eine Oberfläche. Kommen wir zu Aufgabenteil B. Hier wurde gefragt, wie ist das elektrische Potenzial in der allgemeinsten Form definiert? Verwenden Sie Linien oder Wegintegrale bei der Formulierung Ihrer Antwort. Warum gibt es kein Potenzial für das Magnetfeld? Na gut, auch das ist nicht so schwierig. Das wissen Sie wahrscheinlich. Ja, wir sollen Wegintegrale nehmen. Und wenn ich jetzt mein E-Feld über diesen Weg, also Weg von R1 nach R2 integriere, bekomme ich die Potentialdifferenz zwischen diesen Punkten raus. Ja, das ist alles. Das heißt, ich habe einfach nur meinen Ort R2, meinen Ort R1. Ja, und jetzt kann ich zum Beispiel diesen Weg hier gehen, das E-Feld entlang dieses Weges auf integrieren und ich kriege U2 minus U1 raus. Wichtig ist, das ist die Potentialdifferenz. Ja, so ein Potential ist immer nur gut definiert, wenn Sie einen Bezugspunkt haben. Ja, nur Potentialdifferenzen gut definiert. Das heißt, Sie müssen Ihren Nullpunkt irgendwo hinlegen. Deswegen brauchen Sie auch diese zwei Terme. Und wichtig hier ist, ja, es kommt auf das Wegintegral an. Das heißt, Sie können allerdings auch so gehen, von R1 nach R2. Sie können diesen lustigen Weg verfolgen. Ja, Sie können machen, was Sie wollen. Das sind Ihre Wege. Und ja, davon hängt es ab. Ja, das heißt, das sollte in diesem Fall einfach keinen Unterschied machen. Das ist relativ wichtig. Gut. Warum gibt es jetzt also kein Potenzial für ein Magnetfeld? Naja, die Voraussetzung dafür, dass es so ein Potenzial gibt, war Wirbelfreiheit. Was nichts anderes bedeutet, als dass die Rotation des Feldes, das Sie interessiert, null sein sollte. Ja, beim E-Feld zum Beispiel. Sowas. Beim Magnetfeld hingegen ist das natürlich nicht der Fall. Ja, da wissen Sie, die Rotation ist sowas wie die Stromdichte, optional dazu, was definitiv nicht null ist. Also kann es kein Potenzial für Ihr Magnetfeld geben. Jetzt kann man sich überlegen, was bedeutet das eigentlich? Na, es hat sehr, sehr stark damit zu tun, dass es natürlich für das elektrische Feld Ladungen gibt, die die Quellen und Senken des Feldes sind. Ja, das heißt, fürs E-Feld, ja, also die Ladung, Sie kriegen halt einfach Feldlinien, die von Ladung zu Ladung zeigen. Beim Magnetfeld hingegen, oder bei Magnetfeldern, haben Sie ja immer geschlossene Feldlinien, wie Sie wissen. Auch, weil es keine Ladung gibt. Ja, rein, ich sag mal, mechanisch betrachtet, kennen Sie ja auch schon aus der klassischen Mechanik dieses Potenzial und die Frage, wann kann ich ein Potenzial aufstellen? Ja, und da wissen Sie, in der klassischen Mechanik war das der Fall, wenn eine Potentialdifferenz, also in diesem Fall zum Beispiel eine Energiedifferenz, ja, nur von Anfangs- und Endpunkt abhängt. Ja, Sie wissen, na gut, wenn ich jetzt überlege, ich gehe halt, keine Ahnung, sagen wir mal, Sie gehen im Gebirge wandern. Ja, so. Und Sie gehen hier oben auf den Berg los, dann gehen Sie hier runter, hoch, runter, hoch und hier in die Richtung und dann irgendwann wieder im Kreis, sodass Sie hier wieder ankommen. Ja, eine große Kreiswanderung. Dann wissen Sie, naja gut, es ist egal, ob ich jetzt nicht meine potenzielle Energie zum Beispiel hier und hier angucke, ist egal, ob ich hier diesen Weg gehe, ob ich hier vielleicht irgendwelche Nebenwege gehe, einmal hier rumgehe
und dahin komme oder ob ich hier einmal ganz anders rumgehe, hier rum und zu diesem Punkt komme, ja, der potenzielle Energieunterschied, was in diesem Fall das Potenzial wäre, hängt nur von Höhenunterschied ab und nicht, wie ich von A nach B gekommen bin. Ja, das wäre ein Feld, für das ich einfach ein Potenzial angeben kann und das wirbelfrei ist. Was Leuten häufiger schwerer fällt zu verstehen, ist, was denn so ein Feld ist, das eigentlich nicht wirbelfrei ist, also so ein Wirbelfeld. Das kann man sich aber rein klassisch mechanisch auch ganz gut anschauen, wenn Sie sich jetzt überlegen, Sie wollen einfach nur mal so ein Viereck im Kreis gehen. Dann wissen Sie, na gut, wenn ich hier losgehe, A, ist es relativ egal, ob ich so rum oder so rum gehe. Ja, so ein Viereck gehe, ja, passiert da, ist das relativ irrelevant, ob ich im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn gehe. Wenn Sie jetzt stattdessen überlegen, Sie wären, keine Ahnung, in einer Fabrik oder, was kann man sagen, oder im Fitnesscenter und das hier wäre stattdessen ein Laufband, das in diese Richtung läuft. Und zwar recht schnell. Dann hängt es auf einmal sehr wohl von der Richtung ab, die Sie quasi im Kreis gehen, wie viel Arbeit Sie dafür aufwenden müssen, einmal im Kreis zu gehen und wieder bei A anzukommen. Ja, Sie können sich vorstellen, es ist deutlich leichter, mit dem Laufband zu gehen, als gegen das Laufband. Ja. Andererseits, was Sie hier aber auch sehen, naja, das ist so eine Art, naja, geschlossene Feldlinie, weil diese Rotation, das Laufband fährt einmal im Kreis. Ja. Das heißt, das ist nichts, was sich über ein Potenzial ausdrücken ließe, das Anfang und End hat, Anfang und Endpunkt hat, so wie hier bei Höhenunterschieden. Ja, da können Sie jeden Punkt quasi in Ihrem Höhenprofil aufzeichnen und dann ist quasi, wenn Sie an jedem Punkt im 3D-Raum so die Höhe dran malen, ja, dann ist das quasi Ihr Potenzial. Das können Sie bei diesem Laufband nicht machen. Ja, Sie sehen, also na, das ist eine geschlossene Linie, das geht einmal im Kreis, ja, und das ist wichtig, das ist ein sehr relevanter Unterschied und das wäre sozusagen, wenn Sie das beschreiben wollen würden, ein Wirbelfeld. Auch in diesem Fall hängt es zum Beispiel, wenn Sie durch den Raum gehen, halt nicht mehr bloß vom Anfang und Endpunkt ab, wie viel Energie Sie aufwenden müssen. Wenn Sie zum Beispiel von hier nach dort gehen wollen, macht es einen sehr, sehr großen Unterschied, ob Sie diesen Weg hier aus machen. Gut. Na, leider nicht. Doch. Ob Sie diesen Weg hier gehen oder ob Sie über diesen Weg von A nach B gehen. Ja, das bedeutet hier, gehen Sie mit dem Laufband links, rechts gehen Sie gegen das Laufband. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Das heißt, hier hängt der Energieaufwand, den Sie betreiben müssen, zum Beispiel, nicht mehr nur von Anfang zu Endpunkt ab. Ja? Und solche Felder sind es, die Sie nicht mit einem Potenzial beschreiben können und für die Sie quasi Rotationsfelder brauchen. Ja, und nur noch mal zur Erinnerung, wenn Sie solche Rotationsfelder haben, dann haben Sie halt irgendwas als Feld, ja, was hier quasi Ihre Rotation beschreibt, ja, das herumrotiert, das ist das eigentliche Feld. Und die Rotation des Feldes, ja, Nabla, Kreuz F, gleich Rot F, das ist wichtig, zeigt senkrecht zu dieser Rotationsbewegung, ja, das ist wichtig. Wenn Sie die Rotation berechnen tatsächlich, ja, dieses Kreuzprodukt, dann gibt Ihnen das was an, was richtungsmäßig in Richtung der Drehachse zeigt, sozusagen. Ja? Das heißt, wenn Sie die Drehachse haben, zeigt die immer senkrecht zu der Ebene, in der Ihre Rotation stattfindet. Ja? Das bedeutet, diese Rotation zeigt tatsächlich in Richtung der Drehachse. Und der Betrag ist größer, je schneller diese Rotationsbewegung tatsächlich passiert. Das ist relativ wichtig, da komme ich gleich nochmal drauf. Ja? Damit kommen wir aber schon mal zu Punkt C, wo es darum geht, dass wir doch bitte die Vier-Maxwell-Gleichung der Elektrostatik, das ist wichtig, in der Elektrodynamik gibt es nochmal so ein paar Ergänzungen, deswegen Elektrostatik, in der integralen Schreibweise angeben mögen. Und dazu auch mal die Bedeutung in Worten. Naja gut, das ist nach der Vorarbeit, die wir jetzt schon gemacht haben, nicht so schwierig. Die erste Maxwell-Gleichung ist einfach nur, wenn wir ein Oberflächenintegral haben, von unserem elektrischen Feld durch eine Oberfläche, ist das nichts anderes als die gesamte Ladung, die in dieser Oberfläche eingefangen sind sozusagen oder eingeschlossen sind, geteilt durch Epsilon 0. Ja, das bedeutet nichts anderes als, na gut, wenn wir den Fluss, machen wir mal so einen Würfel hier, einen Fluss an Feldlinien durch O,
was in diesem Fall eine geschlossene Oberfläche, das ist wichtig, ja, es muss eine geschlossene Oberfläche sein, betrachten, ist der gesamte Fluss äquivalent zu der Anzahl der Ladungen, die ich in diesem Würfel habe. Je mehr Ladungen ich da reinpacke, Sie erinnern sich, Ladungen sind Quellen und Senken des elektrischen Feldes, desto mehr Feldlinien, ja, das hatte ich Ihnen hier gezeigt, kommen aus der, ja, aus dem Bereich raus. Und sozusagen die gesamten Ladungen erzeugen ein Maß an Feldlinien, was durch eine geschlossene Oberfläche natürlich hindurchtreten muss, was proportional ist, schlicht und einfach zum Anteil, zu der Anzahl der eingeschlossenen Ladungen. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Fluss des elektrischen Feldes durch eine geschlossene Oberfläche direkt ein Maß dafür ist, wie viel Ladung innerhalb dieses Volumens oder innerhalb dieser geschlossenen Oberfläche eingeschlossen sind. Die zweite Maxwell-Gleichung ist relativ simpel. Da machen wir das gleiche für das Magnetfeld. Und da hatten wir schon gesagt, es gibt keine magnetischen Ladungen. Also muss der Fluss durch jede beliebige geschlossene Oberfläche null sein. Das heißt nicht, dass es nicht lokal, ja, wie gesagt, es ist eine geschlossene Oberfläche an einzelnen Punkten, dass das Magnetfeld durchdringen kann. Aber wenn es das tut, muss es irgendwo anders wieder zurück hineinkommen. Das war alles. Die dritte Maxwell-Gleichung. Na gut, was sagt uns das? Hier gucken wir uns ein Integral über eine geschlossene Kurve an. Schauen uns das E-Feld an, entlang dieser Kurve. Und wir sagen, das soll gleich Null sein. Naja, das ist nicht so viel anderes als das, was ich Ihnen hier versucht habe, mit diesem Laufband klarzumachen. Ja, ich habe gesagt, wenn es dieses Laufband nicht gibt, ja, und ich einfach nur im Viereck renne oder hier bei dem Berg, ja, wenn ich hier einfach nur hier losrenne und einmal im Kreislauf und wieder hier oben ankomme, ist meine potenzielle Energie am Ende genau die gleiche wie vorher. Ja, und das nichts anderes ist die Aussage dieser Kurve. Ja, wenn ich ein Potenzial habe, was beim elektrischen Feld halt eigentlich der Fall ist, weil ich Ladungen habe, und einmal im Kreis gehe und wieder da ankomme, wo ich angefangen habe, muss das Integral darüber null sein. Warum? Naja, überlegen Sie nochmal, wie wir das Potenzial hier definiert hatten. Ja, hier. Da integrieren wir von R1 bis R2 das E-Feld über diesen Weg. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir dann in diesem Fall die Potentialdifferenz zwischen diesen Punkten rauskommen. Wenn wir jetzt aber am gleichen Punkt aufhören, wie wir anfangen, bekomme ich auch zweimal das gleiche Potenzial raus, nämlich das an diesem Punkt, und das muss ich zu Null wegheben. Ja, das heißt, das ist quasi nur die Aussage hier, wenn ich hier im Kreis gehe, ja, bekomme ich bei diesem Integral Null raus. Wenn ich das hingegen beim Magnetfeld mache, ist das nicht so, sondern ich bekomme vielmehr etwas raus, was proportional zum Strom durch diese geschlossene Kurve ist. Ja, das ist wichtig. Jetzt können Sie sich überlegen, naja gut, wenn ich jetzt hier nochmal angucke, wie das aussieht, ja, dann haben Sie hier Ihr F, das wäre jetzt quasi eine Art Magnetfeld, das hier im Kreis geht, und der Strom wäre quasi sowas wie diese Rotation F. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber ja, ja, das sagt uns nichts anderes als, ja, Magnetfelder sind Wirbelfelder. Das bedeutet, die im mechanischen Bild gesprochen, ja, entstehen oder entsprechen quasi Feldern, die entstehen, wenn ich solche Laufbänder tatsächlich habe. Deswegen, ne, das, die Feldlinien führen ja auch im Kreis, genau wie dieses Laufband im Kreis führt. Ja. Das heißt, es ist wichtig, zwischen zwei vollkommen unterschiedlichen Arten und Weisen von Feldern unterscheiden zu können. Ja, die einen, die halt tatsächlich auf diese Kreisprozesse, auf diese Wirbel zurückzuführen sind, und andere, die auf Ladungen und Potenziale zurückzuführen sind. Ja. Wirbel entsprechendem B-Feld, Ladung dem elektromagnetischen oder dem elektrischen Feld. Ja, das wäre in der, ich sag mal, pur mechanischen Analogie, alles, was ich so ein einfaches Potenzial ausdrücken kann, wie dieses Höhenprofil hier links, ja, das wären quasi Sachen, wo ich Potenziale habe, also Sachen, die sich mathematisch ähnlich zum elektrischen Feld verhalten, während ich dieses Laufband, das sich im Kreis bewegt, ja, mathematisch äquivalent zum magnetischen Feld führe. So. Aufgabenteil D ging jetzt nochmal darum, dass man die Aussagen der Integralsätze von Gauss und Stokes nochmal wiederholen würde. Ja gut, die haben Sie hoffentlich mittlerweile drin, aber wir wiederholen sie natürlich trotzdem nochmal. Was sagt uns also der Satz von Gauss? Naja, wenn ich ein Feld F habe und ich schaue mir ein Oberflächenintegral über eine geschlossene Oberfläche an,
Dann kann ich auch stattdessen mir das eingeschlossene Volumen angucken und mir stattdessen NablaF angucken und das über das Volumen integrieren. Und das ist das Gleiche. Was sagt uns das jetzt eigentlich? Naja, das ist nicht so wirklich was anderes als das, was wir hier schon hatten in der ersten Maxwell-Gleichung zum Beispiel. Ja, oder was ich Ihnen versucht habe, hier zu verdeutlichen. Gucken wir das nochmal als Beispiel an. Ich male Ihnen den Würfel hier nochmal hin. So. Wir haben hier eine geschlossene Oberfläche, was quasi diese Würfeloberfläche ist. Der Fluss eines beliebigen Feldes F, als Beispiel kann ich natürlich wieder das E-Feld nehmen. Durch diese Oberfläche ist nichts anderes als das Integral über das gesamte eingeschlossene Volumen, also über diesen Würfel, mal Nabla F. Jetzt müssen wir überlegen, naja gut, wir hatten gesagt, was ist Nabla F eigentlich? Ja, in diesem Fall wird das sowas wie Nabla E. Und das werden wir gleich bei der differenziellen Variante des, ich sag mal, der Maxwell-Gleichung nochmal feststellen. Das ist nichts anderes als ein Maß für die Quellen des Feldes, Quellen und Senken. Das bedeutet, letzten Endes ist das nichts anderes als ein Maß für die Ladung, in diesem Fall beim E-Feld, die ich hier habe. Und damit ist das was, was Sie aus der ersten Maxwell'schen Gleichung schon kennen, nur komplett allgemein. Ja? Das heißt, wenn ich irgendein Feld habe, dann gibt mir Nabla F sowas wie die Quell- oder Senkstärke dieses Feldes ab. Und wenn ich diese Quellstärke über ein gesamtes Volumen integriere, da muss quasi alles, was aus dieser Quelle rauskommt, durch die Oberfläche dieses Volumens hindurchfließen. Und das ist das, was mir die linke Seite sagt. Ja, die linke Seite ist dieser Fluss durch die Oberfläche und die rechte Seite ist quasi ja, das Maß an Quellen. Ja, das bedeutet nichts anderes als alles, was ich irgendwo hinpacke, wo irgendwas rausfließt, gibt es eine Art Erhaltungssatz. Ja, was da rausfließt, muss in diesem, ja, anders gesagt, ja, was da rausfließt, aus diesen Quellen, die ich ein gewisses Volumen packe, ja, alles muss, wenn es rausfließen soll, durch die Oberfläche dieses Volumens auch fließen. Ja, es kann nirgendwo anders hin als durch die Oberfläche hindurch. Und deswegen habe ich diese Gleichung. Nichts anderes sagt mir der Satz von Gauss. Na, noch gar nicht E, ich habe ja noch Stokes. Stokes ist etwas diffiziler. Wichtig ist auch noch zu sagen, der Satz von Gauss kommt halt sehr, sehr häufig bei diesen elektrischen Feldern zum Tragen, wenn ich halt Ladungen habe. Der Satz von Stokes ist eher auf Magnetfelder anzuwenden. Ja? Und sagt mir generell, wenn ich eine Kurve habe, ich habe wieder ein allgemeines Feld, ich integriere es über dr, also ich integriere es über diese geschlossene Kurve, ist das nichts anderes als das Integral über die Fläche, durch welche diese Kurve, also welche diese Kurve einschließt. Und dann habe ich da die Rotation dieses Feldes integriert über diese Fläche. Das ist erstmal ein bisschen unhandlich. Weil Rotationen, das weiß ich, sind nie so ganz intuitiv. Aber überlegen wir nochmal. Wenn ich ein Feld jetzt habe, Feld F, das ist so ein Wirbelfeld, was also hier tatsächlich im Kreis fließt. Ja, dann bedeutet das, na gut, das Integral von F entlang der Richtung kann ich einfach mal so angeben. Hier sehen Sie, das geht immer entlang dieser Kurve. Das ist immer gleichgerichtet, könnte ich ausrichten. Andererseits wissen Sie aber, wenn ich sowas habe, so ein Feld, ja, das hat man hier auch gesagt, dann kann ich stattdessen auch die Rotation dieses Feldes berechnen. Das hatte ich ja hier gemacht. Ja, und dann weiß ich, die Rotation zeigt senkrecht zu dieser Fläche. Na gut, das bedeutet, meine Rotation F würde in diese Richtung zeigen und ist das gleich wie Nabla Kreuz F. Was bedeutet das jetzt also? Na gut, das sagt im Prinzip nichts anderes als, dass ich die Definition meiner Rotation ausnutzen kann, um ein bisschen geschickter zu rechnen. Warum? Die Rotation meines Feldes, das hat man gesagt, steht immer senkrecht auf der Fläche. Ja, das bedeutet, im Prinzip sagt mir das nichts anderes. Wenn ich eine Rotationsbewegung entlang dieser Kurve habe, ja, und diese Kurve gibt mir automatisch eine Fläche. Das muss jetzt keine Kreisfläche sein, kann auch eine komplexere sein, aber ich habe hier eine Fläche. Dann steht die Rotation automatisch senkrecht da auf dieser Fläche. Ja. Das bedeutet, dieses Nabla-Kreuz F, ja, steht automatisch senkrecht auf dieser Fläche und damit automatisch aber auch
ne, parallel zu meinem Flächenvektor, weil das ist ja auch ein normaler Vektor. Das bedeutet nichts anderes als, naja gut, ich kann diese Rotationsbewegung ja einmal so zeichnen, dass ich einfach mikroskopisch an jedem Punkt gucke hier. Ja. An jedem Punkt kann ich einmal gucken, wie groß ist meine Rotationsbewegung. Ja, das wäre quasi die linke Seite. Ja, ich gucke an, wie groß ist mein Feld F an jedem Punkt. Gehe damit in Richtung der Kurve und gucke, was passiert. Oder ich kann stattdessen einfach meine Rotation nehmen. Ja, erinnern Sie sich dran? Ich hatte gesagt, das zeigt immer in Richtung, wenn ich das als Drehbewegung zeigen würde, in Richtung der Drehachse. Und wird länger, je stärker diese Rotationsbewegung ist. Ja, das bedeutet, was ich hier stehen habe, ist einfach nur dieser Pfeil, den ich hier hatte. Ja, meine Rotation des F-Fells. Aber da ich jetzt nicht mehr, ich sag mal, mir eine andere Größe angucke, sozusagen, die senkrecht auf meiner Kurve steht, muss ich, wenn das gleich sein soll, natürlich jetzt auch eine andere Kerngröße angucken, die auch senkrecht auf meiner Rotationskurve steht. Und das ist die Fläche, beziehungsweise der normalen Vektor der Fläche. Ja, das heißt, ich habe also die Wahl, ich kann entweder an jedem Punkt gucken, okay, wie bewegt sich mein Feld im Kreis und kann das für jeden Punkt gucken. Oder ich kann stattdessen auch schauen, okay, wie sieht die Rotation meines Feldes aus und gucke mir das dann auf der durchflossenen Fläche hier an. Ja, die Idee ist einfach nur, beides gibt mir ganz, ganz äquivalente Beschreibungen des gleichen Vorgangs. Und das ist eigentlich nur der Satz von Stokes, dass ich sagen kann, okay, ich gucke mir das entweder an jedem Punkt an, ja, oder ich gucke mir die Fläche an und ich gucke mir dann an, wie die Rotation meines Feldes durch diese Fläche fließt. Beides kann Vor- und Nachteile haben, ja, aber auf jeden Fall ist beides genau gleich. Wichtig ist, wenn ich das mache, kann das Vorteile haben, wie gesagt, ich muss mir dann diese Rotation nicht mehr an jedem Punkt angucken, sondern es reicht, wie gesagt, auf eine Randfläche zu gehen. Das ist einer der wichtigen Punkte am Satz von Stokes. Jetzt können Sie sich fragen, das klingt aber jetzt ein bisschen merkwürdig. Warum reicht es eigentlich, eine Randfläche zu nehmen? Ja, naja, gut. So. Ja, Sie könnten sich jetzt überlegen, naja, gut, wenn ich jetzt so einen Abschnitt habe, ja, das ist die Randfläche und ich habe jetzt eine Rotation, die zum Beispiel so läuft. Dann würde ich hier zum Beispiel, ja, das ist meine Rotationsbewegung, dann würde ich die Rotation, also Rot F in diesem Fall, sagen wir mal, so hinbekommen. Ja, das heißt, das würde dann aus der Ebene hinaus zeigen. Jetzt kann ich aber sagen, okay, warum kann ich nicht einfach, wenn die Rotation konstant ist, diesen Punkt auch ansehen? Ja, dann müsste ich doch an sich alle Punkte zusammenmixen. Da bekomme ich doch auch Pfeile in der Mitte raus. Ja, das heißt, da dürfte es doch eigentlich gar nicht reichen, mir nur die Randkurve anzusehen. Das Nette ist jetzt aber, wie Sie hier sehen, Sie bekommen hier mal Paare raus von Pfeilen, die sich gegenseitig aufheben und genau in Gegenrichtung zeigen. Und interessanterweise, alles, was nicht Null ist, bleibt hier auf der Randkurve über. Ja? Genau deswegen reicht es sich mit dem Satz von Stokes, nur Randkurven anzugucken bei den Rotationen. Ja? Das ist sehr, sehr nett, weil dann wissen Sie, okay, ich kann mir einfach eine Randkurve suchen, die so liegt, dass ich mit ihr gut rechnen kann. Ja, und kann einfach mal gucken, was passiert. Das ist so die Idee hinter dem Satz von Stokes. Damit kommen wir zu Aufgabenteil E. Und als Letztes sollten wir uns einfach nur nochmal die vier Maxwell-Gleichungen der Elektrostatik in der differenziellen Schreibweise angeben. Okay, das ist jetzt nicht mehr so wild. Das ist als Erstes mal Nabla E ist gleich Rho durch Epsilon 0. Das ist die gleiche Aussage, die wir bei der Maxwell-Gleichung 1 hier oben hatten, nur hier quasi über den Satz von Gauss sozusagen einmal von der linken auf die rechte Seite gebracht. Warum? Hier hat man damit argumentiert, dass die gesamte Ladung, die ich in einem Volumen habe, dazu führen muss, dass es einen Fluss durch die Oberfläche des Volumens gibt, in dem die Ladung eingeschlossen ist. Ja, das war hier die Aussage. Jetzt nehme ich einfach nur den Satz von Gauss und sage, na gut, dann kann ich aber auch von der Oberfläche, ja, das gleichsetzen mit dem Volumen hier auf der rechten Seite und Nabla F, was die Quellen meines Feldes sind, was nichts anderes ist als die angeschlossene Ladung. Dementsprechend kann ich einfach sagen, okay, kann ich von E auf Nabla E umgehen. Und deswegen kann ich hier einfach sagen, ja, Nabla E, sorry, muss natürlich ein Vektor sein, ja, ist einfach nur Rho durch Epsilon 0. Ja, das heißt, das ist im Prinzip nichts anderes als die Aussage, die wir gerade hatten. Ja, die Gesamtheit der Quellen meines elektrischen Feldes ist durch die Ladung gegeben, die ich habe.
Ganz analog kann ich das beim B-Feld machen. Wir wissen, es gibt keine magnetischen Ladungen, deswegen muss ich hier für die Gesamtzahl der Ladungsdichte einfach 0 rauskriegen. Ganz einfach. 3. Das ist auch wieder relativ simpel. Die Rotation des E-Feldes ist 0. Ja, das kann man sich jetzt in vielerlei Hinsicht überlegen. Ja, zum einen können wir sagen, wenn wir uns den Satz von Stokes angucken, naja gut, wir haben gesagt, solche Wirbel darf es beim E-Feld nicht geben. Warum darf es die nicht geben? Naja gut, wir hatten gesagt, wenn wir hier im Kreis sind, dann muss es ein Potential geben. Das hatten wir, oh, jetzt bin ich zu weit oben, sorry. Hatten wir hier gesagt, ja, wie so ein Potential definiert ist. Ja, da hatten wir gesagt, okay, wenn wir im Kreis gehen, von da nach da, muss ich wieder auf den gleichen Wert kommen. Ja, und genau dann ist mein Feld rotationsfrei und dann gibt es ein normales Potential. Ja, das heißt, das hier ist einfach nur die Forderung. Mein elektrisches Feld ist wirbelfrei und es gibt ein Potential. Und als vierte Gleichung hatten wir noch gesagt, mein Magnetfeld ist es genau anders. Da gibt es solche Wirbel und die sind hier sogar die einzige Quelle von Magnetfeldern. Ja, magnetische Ladung gibt es nicht. Und hier haben wir einfach nur gesagt, diese Rotation ist einfach nur 0 mal J. Das bedeutet, die Rotation meines B-Feldes ist einfach nur gegeben durch den Strom oder durch meine Stromdichte. Das können wir uns hier auch nochmal angucken. Ja, das bedeutet, wenn ich das hier nochmal zeichne, wenn das hier mein B-Feld sein soll, das sich in die Richtung bewegt, dann wissen wir, ja, sagen wir, das ist mein B-Feld, dann wissen wir mittlerweile, die Rotation des B-Feldes würde dann senkrecht zu dieser Bewegung, zu dieser, ich sag mal, Fläche zeigen, in der das B-Feld liegt. Ja, das heißt hier so senkrecht. Ja, und das wäre proportional zur Stromdichte J, die durch diese Fläche auch, durch diese eingeschlossene Fläche geht. Das heißt, wenn ich hier einen Strom in diese Richtung habe, ja, dann ist das gleich der Rotation meines B-Feldes, ja, meine Stromdichte und die erzeugt mein Magnetfeld. Das ist die Aussage dieser vierten Maxwell-Gleichung. Gut, dann hoffe ich, dass Sie gleich noch viele Fragen haben. Falls ja, ab in den Chat damit, ich bin noch ein Weilchen da. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß gleich mit der mathematischen Ergänzung. Und natürlich wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende. In diesem Sinne, bis demnächst und bis nächste Woche mit dem nächsten Übungszettel. Bis dann.